Guten Morgen. Na, hallo, guten Morgen. Na, Diggis, ich wollte euch... Baby? Ich wollte euch einen schönen guten Morgen wünschen und zeigen, wie Rodi mich morgens immer begrüßt. Ach, jetzt kriege ich keinen, wo ich frage. Wenn wir wach werden. Ach, ich bin auch ein Knutschi. Was geht ab, meine lieben Freunde? Baby sagt auch guten Morgen. Baby sagt auch guten Morgen. Ham, 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 du bist auch müde. Ja, Schatzi ist schon früher weg, deswegen kann ich direkt im Bett neben Rodi drehen. Ihr wisst ja, manchmal schlafe ich oben, weil Schatzi wegen meinem Schnarchen nicht so gut schlafen kann und ich dann auch nicht, weil er mich dann weckt und so. Aber meistens schlafe ich unten mit Baby und Schatzi im Bett. Wenn Schatzi jetzt noch da wäre, würde ich nicht morgens mit ihm da filmen und quatschen, dass er wach wird, aber so schon. Und wir machen heute was Tolles. Aber erstmal werden wir wach. Baby, freust du dich auf das Spannende, was wir heute vorhaben? Ich freue mich ganz, ganz doll. Oh, Baby genießt gerade erstmal seinen Streichler. Baby kriegt jeden Morgen ganz viele Streichler und eine ganz schöne Massage für seinen Nacken. Willst du erzählen, was wir heute Tolles machen oder ich? Ja, okay, du hast recht. Wir werden erstmal wach. Oh. Aha. Wer hat das hier liegen lassen? Ist das hier ein Schweinestall? Ja. Ich konnte Rodi noch nicht beibringen, selber hinter sich aufzuräumen. So, Diggis, ich drehe gerade ein Schminkvideo zu diesem Augen-Make-up-Look. Und ich dachte mir, ich erzähle euch mal, was wir heute überhaupt Cooles vorhaben. Denn das wisst ihr ja noch gar nicht. Wir treffen heute im Wald Freunde von Rodi. Rodi hat sich nämlich Freunde gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich werde euch das Video dazu mal in der Infobox verlinken. Rodi wurde, als er ein Welpe war, bei seinem ersten Spaziergang mit mir von einem anderen erwachsenen männlichen Hund angegriffen und fast gebissen. Und das war echt ein bisschen traumatisierend für ihn und sein Sozialverhalten. Und deswegen kann er nicht so gut mit anderen Hunden. Nicht, dass er aggressiv ist oder so, gar nicht. Aber er ist sehr unsicher und mag das auch meistens nicht mit anderen Hunden und alles. Aber ich gehe ja dreimal die Woche joggen. Und da habe ich letztens zwei Damen getroffen. Eine davon war eine Followerin, die kannte ich auch von früher. Und die hatten zwei Hunde mit. Und mit denen hat Rodi dann die ganze Zeit gespielt und sich verstanden. Und das hat mich so froh gemacht, Diggis, weil auch wenn wir am Hundestrand sind mit ihm und dies, er kann ganz, mit ganz, ganz wenigen Hunden. Die beiden Mädels kommen aus der Nähe. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns ab und zu im Wald mit den Hunden. Und das machen wir heute. Und das hat mich so glücklich gemacht und so froh gemacht, Rodi da mal mit anderen Hunden zu sehen und zu spielen. Ihr seht das ja auch später, weil er braucht das ja auch, weißt du, er hat ja keine Geschwister bei uns. So, wir wollten damals welche nehmen, aber das kannst du nicht, das hätten wir auch nicht geschafft, den Hunden so gerecht zu werden. Und deswegen fahren wir später in den Wald, da trifft er seine Freunde und das finde ich richtig, richtig toll und das freut mich mega und ja, das machen wir später. Das ist heute der Höhepunkt des Tages. Ich habe jetzt meinen Make-up-Look fertig geschminkt, habe das Video fertig gedreht, habe dann noch einen Post dafür bearbeitet. So, das dauert ja auch immer nochmal alles mit der Bildbearbeitung, Text, dies, das, tam, tam, bla, bla, bla. Ja, und jetzt geht es ab mit Rodi in den Wald zu seinen Freunden. Das ist so schön, Diggis. Ich freue mich so sehr, dass er Freunde gefunden hat, mit denen er um kann, mit denen er spielen mag. Am Anfang war er auch natürlich echt ein bisschen unsicher, dies, das. Die Hunde, das ist ein Junge und ein Mädchen, das seht ihr gleich alles so ein bisschen, aber das erfreut das Herz einer Hundemama, wenn man den Hund dann sieht mit anderen Hunden, wenn man weiß, so er ist da eher so ein bisschen, aber er ist jetzt ja nicht, sondern hi, also ja, auf in den Wald, ne? Baby, hab ich Suman? Ist mein Kopf so groß? Warte mal. Willst du mal Hallo sagen?
Du bist heute der Mittelpunkt vom Vlog. Hallo? Baby guckt raus. Freust du dich? Ja, freust du dich schon? Ja, du freust dich. Ich freue mich auch, ne? Ja, ja. Baby war gestern ein bisschen krank. Das siehst du immer an seinen Ohren und wie er guckt. Seine Ohren hängen ganz anders, wenn er krank ist, als wenn er fit ist, weißt du? Ich hatte schon Sorge, dass wir heute absagen müssen. Aber ihm geht's wieder gut. Auf geht's zur Freundeparty. Wir sind jetzt im Wald, in dem ich immer jogge. Da hinten seht ihr Rodi. Da seht ihr mal, was Make-up und Licht ausmacht. Guck mal so. Digga, egal, wie sehr ich mich schminke, ich krieg's nicht so gut hin, Augenringe abzudecken, ne? Also nicht zu 100% so. Das ist, bin ich nicht talentiert genug. Keine Ahnung. Es gibt ja Frauen, die haben voll Akne, alles. Sie kriegen das weg. Ich nicht. Auf jeden Fall ist das der Wald. Wir treffen uns in der Mitte, weil wir parken da und die Damen da. Und die haben mich auch nicht während dem Joggen angequatscht, Digis, ne? Das fand ich auch richtig, weil es gibt Sachen, da möchte ich ungern von Followern angequatscht werden oder von niemandem angesprochen werden. So, zum Beispiel, wenn ich esse mit der Familie oder mit Schatzi, so, wenn ich mir so eine private Zeit nehme, während dem Essen halt, ne, danach, davor kein Ding, aber nicht während ich am Essen bin oder beim Sport, so möchte ich auch ungern angesprochen werden, also mochte ich noch nie, auch nicht angebaggert oder so, Digga, ich will meine Ruhe haben beim Sport. Die haben mich nicht währenddessen angesprochen, sondern Rodi fing halt an, mit den Hunden zu spielen an dem Tag und dadurch habe ich dann aufgehört zu joggen und so kam das halt, ne. Deswegen versuche ich das, dass meine Follower das respektieren, mich nicht während dem Sport und Essen anzuquatschen, weil ich habe da auch schon Erfahrung gehabt, Digga. Ja, da gehe ich mit Schatzi romantisch essen, gönnen wir uns ein bisschen Zeit für uns. Werd irgendwie dreimal, während ich esse oder zweimal angesprochen, mein Essen wird kalt und so ein Tamt. Sowas ist halt immer doof. Ja, jetzt laufen wir denen entgegen und dann hat Rodi Spielspaß. Na, guck mal, Rodi guckt schon aufmerksam. Die Geräusche kommen nicht von mir. Er wollte nämlich erst den Stock da klauen. Da hinten sind deine Freunde, hörst du sie schon? Oh ja, er ist direkt aufmerksam. Aha. Sind das deine Freunde da hinten? Digga, man denkt, er ist voll klein. Ich bin 1,74, er geht mir bis zum Oberschenkel. Ah, doch der Stock? Nee, du hörst die Geräusche, ne? Ja, meine Freundesparty ist das heute nicht, Baby. Oh, wie betröppelt er guckt. Er geht in die Richtung. Aha. Ja, hörst du das? Oh, oh, da ist das Mädchen. Ja? Aha. Da sind sie. Eine Stunde später. Ja, wir sind wieder im Auto. Baby ist ganz müde und sehr, sehr schmutzig. Die Hunde sind in einen wilden Tempel reingedingst. Ich habe euch das jetzt ein bisschen auf schnell mit Musik untermalt und zusammengeschnitten. Es war ein bisschen schwer, die Hunde zu filmen, weil sie halt sehr schnell waren, normal. Aber jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck von Rodis Freundeparty gehabt. Jetzt nach Hause den Hund sauber machen und dann erstmal einkaufen. Fertig vom Einkaufen. Baby ist schon ganz neugierig. Ich pack das mal alles aus und dann zeige ich euch, was ich so gekauft habe. Oh, hier haben wir Olivenöl, dann haben wir Getränke. Malibu ist mein liebstes alkoholisches Getränk. Ich glaube, kostet so 12, 13 Euro. Mische ich am liebsten mit Maracuja-Saft. Dann habe ich Schatzi noch Apfelsaft mitgenommen. Dann habe ich hier Sachen gekauft für Kochvideos, die ich geplant habe. Einmal so ein Nachtischding, einmal ein leichtes, einfaches Rezept für Spaghetti Bolognese. Das gehörte alles zu. Kekse und Sticcado für Schatzi. Hammersünde, er hat sich die gekauft. Ich habe die gegessen. Er wusste das gar nicht. Und jetzt tue ich sie wieder schnell an den Platz, bevor er merkt, dass ich verfressener Penner zwei seiner Sachen geklaut habe. Und Hammersünde, er hat immer wenig Nachschwein. Ich habe mal viel und ich klaue trotzdem die Dinger, weißt du? Aber ich habe so Heißhunger gehabt. Tschüss. Baguette, Brot, Truthahn, Salami mag ich sehr gerne. Leckeres Brot. Ich glaube, das Leckerste, das ich kenne aus Läden. Dann so Kekse. Ich dachte, wenn wir so mit meinen Schwiegereltern Kaffeekuchen machen, probieren wir diese Kekse. Probiere ich neue Sachen für meine Aufgemampft-Videoreihe. Knabberbox. Übermorgen sollen wir zu einem Pärchenabend. Dann nehme ich die Knabberbox dann mit. Backpapier. Ja, so Bio-Dings. Ich dachte, ich probiere mal so Bio-Snacks und mache dann so ein Aufgemampft-Videoding nur mit Bios. Sachen. Ja. Und jetzt wird das alles erstmal einsortiert. Mann, Digis, ich habe immer noch nicht den Einkauf eingeräumt. Ich gönne mir jetzt erstmal einen Snack. Ich hobel mir hier einen ab. Das glaubt ihr nicht, mit so einem Käseschneideding von meinem Schwiegervater. Ich habe diesen Käse hier bei meiner Mutter gegessen. Da war schon so ein Schneideding dabei. Ich habe mir so ein Brötchen ein bisschen auseinandergeschnitten. Digis, ohne Scheiß, ich habe gerade 13 Euro fast, 12,39 Euro für Käse ausgegeben. Das ist hammerkrank. Aber dieser Käse, das ist der leckerste Käse, den ich in
meinem ganzen Leben gegessen habe. Guck mal, so heißt der. Toto de Moor. Keine Ahnung, aber der leckerste Käse der Welt. Ey, ich hobel mir hier echt einen ab, um so kleine Babyscheiben davon abzumachen und tu sie auf mein Brot, aber es lohnt sich. Ich brauche gerade einen Snack, ich bin unterzuckert und zickig. Wie ihr vielleicht hört, danach wird ausgepackt. Der König, hier der König in diesem Haus, kriegt jetzt auch sein Abendessen. Habe ich auch immer hier in so einer großen Tupperdose. So ein spezielles Futter, so gelenkschonend, weißt du, weil Rodi hat das ein bisschen mit den Gelenken. Jetzt koche ich entspannt für Schatzi und mich. Nebenbei gucke ich Grey's Anatomy. Das habe ich vor Jahren schon mal geguckt, aber jetzt gucke ich es wieder. Hammer tolle Serie. Heute gibt es Spaghetti, Alimon, zitronige Pasta mit Broccolini und Käsebröseln. Auf jeden. Guck mal, wer ganz müde auf seinem Kissen liegt. Rodi hat natürlich ein eigenes Kissen. Er ist ja der König hier. Ganz müde, ne? Ja, jetzt gegessen und immer noch müde vom Spielen. Ja, dann schlaf mal, mein kleines Baby. Wie süß er immer da liegt. Das ist jetzt das Ergebnis. Schatzi hat einen ganz großen Berg heute. Und ich einen mittelgroßen. Guten Appetit. Klein gibt's bei dir nicht, oder? Nee, gibt's auch nicht. Boah, direkt nach dem Essen. Küche aufräumen, habe ich euch ja erzählt, habe ich mir angewöhnt. Spülmaschine! Die gießende Spülmaschine ist echt ein Segen, ne? Als ich alleine gewohnt habe, hatte ich nie eine und jetzt habe ich eine und das macht so viel aus, die gießt. Ich bin hammerdankbar dafür. Oh, Baby ist müde, hört ihr ihn gehen? Rodi hinterher räumen? Bisher konnte ich ihm leider nicht beibringen, selber aufzuräumen. Ja, du, bist du ein Schwein oder ein Hund? Was ist das? Das gehört doch nicht in die Küche. Rodis Korb juckt ihn gar nicht, ey. Schläft ja bei uns im Bett. Das ist eigentlich nur der Aufbewahrungsbereich für seinen Kram. Ja, Essenskram hier hingebracht. Ich drehe mal in der Küche oben, weil das von den Gegebenheiten besser ist. Ich plane ein Nudelkochvideo morgen und übermorgen ein Video mit einem Dessert für meine geplante Kochvideoreihe auf YouTube. Digga, voll aus der Puste, Mann. Genau, den Rest bringe ich morgen hoch. Der Wäscheberg hier wartet noch auf mich. Ich habe keinen Wäschestuhl, ich habe eine Wäschecouch. Sonst muss ich gleich noch meinen Schminktisch aufräumen, Digis. Ich habe hier doch ganz viel Kram liegen hier. Ein Liquid Lipstick habe ich gekauft für einen Liquid Lipstick Test. War völlig schlecht, dieser Catrice Liquid Lipstick, kannst du knicken. Bücher wegsortieren, Pamela Reif Kochbuch habe ich mir gekauft. Ich finde keine Influencerin so krass und gut wie Pamela Reif. Ich bin mega Fan von ihr, die ist echt top, die Frau. Gesprächsnotizen. Ich habe gestern ein Telefonat gehabt mit einer Firma für eine Kooperation. Ich versuche immer, Telefonate zu vermeiden. Die Telefonate sind nicht mein Ding so. Und wenn ich kommuniziere am liebsten schriftlich, dann kann ich es auch immer nachlesen. Manche Firmen wollen mit dir telefonieren. Okay, gehört dazu. Und ich bin so, Digis, immer während ich telefoniere, lackiere ich meine Nägel oder zupfe meine Augenbrauen, weil ich kann nicht nur, ich mag das nicht nur zu telefonieren. Ich mag telefonieren allgemein nicht, aber manchmal muss es beruflich. Was soll man machen? Ja, ansonsten werde ich jetzt noch ein Storytime-Video drehen. Dann werde ich mich auch abschminken, noch die Aufräumsachen machen, die ich euch gezeigt habe und dann ich Fortnite zocken. Hey, Digga, wie spät ist das? Ja, 19 Uhr. Omi ist um 19 Uhr schon müde, weißt du Bescheid. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass Rodi Freunde gefunden hat. Die treffen sich ein bis zweimal in der Woche pro Wald, im Wald. Dann treffe ich mich auch mal mit denen. Das ist immer ganz schön, das ist ganz cool. Darauf freue ich mich sehr. Ihr habt das ja heute ein bisschen gesehen. Und ja, so viel dazu. Das war jetzt mein Tag. Über einen Daumen nach oben zu diesem Video würde ich mich freuen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.